Hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas. Nachdem es im letzten Video noch um Schutz für die Apple Watch ging, geht es heute mal um Schutz fürs iPhone. Denn obwohl ich das normalerweise immer ohne Hülle trage, hat Razer mich eingeladen bzw. gefragt, ob ich nicht mal deren Hülle testen möchte. Und die Arctech Pro ist hierbei eine ganz besondere Hülle, die mit den iPhone 11 eingeführt wurde. Und ja, auch wenn ich hier gerade meinen Zehner in der Hand halte, es gibt die Hüllen auch fürs iPhone 11 bzw. auch fürs iPhone 11 Pro und auch in verschiedenen Farben. Aber die kennt ihr ja alle schon aus meinem Giveaway-Video, denn bis diesen Sonntag könnt ihr diese Hüllen noch gewinnen. Also unbedingt unten vorbeischauen, wo ich die verlinkt habe. Wir schauen uns heute die Arctech Pro Hüllen an und klären in diesem Video, ob es wirklich stimmt, was hierüber berichtet wird, dass diese Hüllen passiv euer Handy kühlen. Und gerade auch bei so einem iPhone 10, was dafür bekannt ist, immer mal ein bisschen heißer zu werden, ist das vielleicht ganz interessant. Also wenn es euch interessiert, schaut vorbei und bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Razer ist ja eigentlich dafür bekannt, Computerspiel-Zubehör zu machen. Also es gibt Tastaturen, es gibt Mäuse, es gibt Headsets, alles was man aus dem Gaming-Bereich sich vorstellen kann. Und jetzt auf einmal gibt's das Ganze fürs iPhone. Natürlich richtet sich das immer noch ein bisschen an die Gaming-Affinen unter euch. Das heißt, wenn ihr Razer lest, dann werdet ihr sofort an Gaming denken. Und natürlich kann man ja mittlerweile auch mit einem Smartphone relativ gut zocken. Dabei ist es natürlich egal, ob ihr so Daily-Stuff macht oder auch dann höher aufwendige Spiele hier drauf spielt. Die Hülle soll euch einfach dabei unterstützen und durch ein Multilayer-Design auf der Rückseite einfach die Hitze besser wegleiten. Es ist ein bisschen verrückt, dass man sich vorstellt, dass man was auf etwas drauflegt, wie so eine Hülle, und das dafür sorgen soll, dass das, was drunter ist, kälter wird. Denn im Normalfall staut sich ja die Wärme in so einer Hülle und ich finde es echt beachtlich, wie Razer das hingekriegt hat. Außerdem ist die Hülle trotzdem wireless charging fähig, zeige ich euch auch nachher noch, dass das Ganze einfach funktioniert. Und ich finde es ziemlich interessant. Ja, die Hülle ist relativ dick, wenn man sich das anschaut, auch im Vergleich zu anderen Hüllen, denn die Kamera beispielsweise fällt schon deutlich ab in der Hülle, während sie bei anderen ja plan auf der Rückseite ist. Wie die jetzt aber genau aussieht, wie die Details sind, das schauen wir uns jetzt mal an. Die Hülle kommt in drei verschiedenen Farben. Das ist zum einen Mercury, Quarz und Black. Also ganz normal verständlich, natürlich ist Schwarz schwarz, Mercury ist das Weiß und das Quarz ist in dem Fall der Pinkton. Ich finde alle Farben schön, die sind teils dezent, teils schön auffällig, aber immer im gleichen Look gehalten, haben immer noch eine Kontrastfarbe dabei. Das heißt, ihr habt zum Beispiel jetzt hier bei dem Rosanen eine graue Kontrastfarbe, genauso ist es auch beim Weißen. Und bei dem Schwarzen habt ihr eben dieses typische Razer-Grün. Ich finde es nicht schlecht und es sieht auch echt cool aus. Und die Hülle an sich fässt sich auch sehr gut an, obwohl sie ein bisschen rutschig ist, wenn man sie zum Beispiel auf dem Tisch hat und die hier jetzt in der Pro-Variante auch ziemlich dick ist, dazu aber später, gefällt sie mir insgesamt sehr gut. Auf der Innenseite habt ihr auch so ein Mikrofaser, was eben euer Handy da so ein Stück weit schützen soll und vor allem auch vor Kratzern schützt. Leider ist das nur auf der Rückseite und nicht am Rand, das heißt anders als bei den Apple-Hüllen beispielsweise, wo der Vlies im Inneren noch seitlich hochgeht, ist es hier bei der Hülle eben nur auf der reinen Rückseite. Ich finde es aber trotzdem gut und es ist immerhin ein Fortschritt und ein Vorteil gegenüber anderen Hüllen, dass da überhaupt dran gedacht wurde. Natürlich ist die Rückseite ein bisschen stärker, weil da ja eben dieses Multilayer-Design ist, wodurch dann die Hitze weggeleitet wird. Ihr kommt durch diese Hülle an alle eure Ports ran, die ganzen Knöpfe, Buttons und so weiter sind gut hervorgehoben und auch an den View-Switch kommt man, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Klar ist der ein bisschen versteckt und liegt ein bisschen dahinter, aber man kommt immer noch ganz gut heran. Eure Lautsprecher und so weiter sind genauso gut ausgeschnitten. Es gibt ja auch noch die Slim-Variante von der Arctech-Reihe. Hier habe ich jetzt mal die für das iPhone 11 zum Beispiel. Und die ist für den Alltag wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser, denn die ist wie so ein Hardshell für euch in der Usability. Das heißt, alle Knöpfe liegen frei, die Ecken sind nicht ganz so stark abgeschützt und insgesamt ist es einfach ein offeneres Design. Das heißt, ihr könnt diese Wischgesten von unten deutlich angenehmer machen als der unten geschlossenen Hülle bei der Pro-Variante. Gefällt mir in der Usability ein bisschen besser. Natürlich macht die hier dann Abstriche und der Schutz ist nicht so hoch. Eine Hülle ist ja immer noch besser als kein Schutz. Aber natürlich ist die Pro-Variante da besser, was Stürze angeht.
Wie zu Beginn gesagt, sind alle Hüllen ja für alle iPhone-Modelle verfügbar. Und wenn wir jetzt nochmal beide gegenüberhalten, dann sieht man eben die Unterschiede. Das heißt, ihr habt hier unten bei der normalen Slim-Variante einfach eine Öffnung, während bei der Pro-Variante alles einzeln ausgespart ist und ihr eben damit den höheren Sicherheitsfaktor habt. Die Pro-Variante ist dadurch auch nochmal ein ganzes Stück dicker, wobei aber die Slim sich in den Eigenschaften nicht unterscheidet. Das heißt, sowohl Wireless Charging als auch die Capability, dass man eben die Wärme abzieht, ist bei beiden gegeben und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Pro habe ich auch auf Herz und Nieren getestet und habe die doch des Öfteren mal durch die Gegend geworfen, um zu schauen, dass das Ganze auch wirklich hält. Zum Beispiel auch im Giveaway-Video ist die das ein oder andere Mal nach unten gefallen. Und ich fand es wirklich gut zu wissen, dass einfach das Handy perfekt geschützt ist und das gibt einem ja immer so ein sicheres Gefühl. Die Hülle ist optimiert auf die Antennensteifigkeit, das heißt, dass ihr weiterhin normalen Empfang habt. Und im Alltag hat es mir wirklich gut gefallen. Wie schon gesagt, die Pro-Variante ist deutlich besser für Schutz und die Slim ist eher für den Alltag geeignet. Beide sind relativ rutschig und haben im Inneren das Vlies, was mir insgesamt sehr gut gefallen hat. Obwohl ich weder jemals ein Razer-Produkt hatte, noch in irgendeiner Konstellation was mit Gaming zu tun hatte und GTA 5 das letzte Spiel war, was ich jemals auf einer Konsole gespielt habe, fand ich die Razer-Hüllen ziemlich cool. Ich finde diese Optik schön mit den Punkten und der glatten Unterseite, es ist eine schöne Griffigkeit und es ist wirklich merkbar kühler, das Gerät. Ich weiß nicht, wie Razer das hingekriegt hat, aber ich finde es einfach genial. Mir gefällt die Technik, mir gefällt die Idee dahinter und gerade für ältere Handys, die bei längerer Laufzeit und vor allem dann auch mit höherer Softwareanwendung und Anforderung immer wärmer werden, gefällt mir das mega gut. Ich nutze Hüllen trotzdem weiterhin nur in Bereichen wie Fitness oder Outdoor-Aktivität. Aber genau dabei ist es ja interessant und beispielsweise, wenn man sich vorstellt, dass man hierbei irgendwie stundenlang navigiert, also das Ding irgendwo im Auto hat, dabei kann das ja auch ganz gut helfen. Ich habe jetzt keinen direkten Hitzevergleich mit irgendeinem Thermometer oder so gemacht, aber rein aus meiner subjektiven Einschätzung in dem Testzeitraum kann ich sagen, dass das iPhone wirklich nicht mehr ganz so warm ist dank der Hülle. Ich finde es beachtlich und ich finde es cool, dass es solche Produkte gibt. Shoutout auf jeden Fall an der Stelle an Razer, dass die sowas umsetzen und sowas in die Tat umsetzen. Mir hat es gut gefallen, die Hüllen sind nicht viel teurer als normale Hüllen, beziehungsweise sogar günstiger als die von Apple. Von dem her schaut auf jeden Fall unten vorbei, ich verlinke euch deren Seite. Da könnt ihr auch gucken, für welche Produkte es das alle gibt, beziehungsweise für welche Handys. Und da könnt ihr euch auch dann eine der verschiedenen Farben aussuchen. Es gibt auch noch eine Sondervariante, wo dieses Schlangen-Razer-Logo auf der Rückseite ist, aber ich denke, hier mit den drei Farben ist schon für jeden was dabei. Wie gesagt, die drei hier könnt ihr auch bis Sonntag noch gewinnen, vorausgesetzt ihr schaut dieses Video hier vor dem dritten Advent. Dabei auf jeden Fall noch viel Glück an alle, die sich dran beteiligen. Das war es jetzt aber schon mit diesem Video. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck gekriegt. Es ist eine Hülle, deswegen ist das Video nicht allzu lang. Danke nochmal an Razer, dass die ganzen Hüllen bereitgestellt haben. Auch die, die dann eben ins Gewinnspiel gewandert sind. Euch noch eine schöne Adventszeit. Die Weihnachtsmannmütze ist noch so lange da, wie hier Weihnachtszeit ist. In diesem Sinne, lasst uns unten diskutieren. Was nutzt ihr für Hüllen? Nutzt ihr überhaupt Hüllen? Und schaut auch gerne hier vorbei, wenn euch Hüllen zur Apple Watch interessieren. In diesem Sinne, danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video wieder. Ciao.